Täglich nutzen wir das Internet über Computer oder Handy, E-Mail-Kommunikation, Streaming-Dienste, Online-Banking, Social Media, Messengers, KI-Assistentinnen. Das sind alles Teil von unserem Leben. Dokumente, Fotos, Videos laden wir auf die Clouds und speichern wir auf den Festplatten. Und alles läuft wie von selbst. Die digitale Welt präsentiert sich uns als unsichtbar, grenzenlos und immateriell. Doch hinter jedem Klick verbirgt sich eine physische Infrastruktur, die Energie schluckt und Emissionen erzeugt. Sie ist global aufgestellt und verzweigt. Erst durch Satelliten, Unterwasserkabel, Router, Rechenzentren, Plattformen und unterschiedliche Providers wird es uns möglich, Endgeräte, Apps und Software zu nutzen. Und es ist eine richtige Denksportaufgabe, sich diese Verflechtung vorzustellen. Und noch schwieriger ist es, wenn man sich vorstellen kann, was dieses Netz mit der Nachhaltigkeit zu tun hat. Genau, und die Frage ist eben, wie gehen wir jetzt damit um? Und in dem interdisziplinären Projekt Copy-Paste Waste recherchieren wir zu den Auswirkungen der Internetinfrastruktur und unserem Umgang mit digitalen Gütern und den Auswirkungen, die sie eben auf die Umwelt haben. Und in dem Vortrag möchten wir jetzt ganz kurz anreißen, die Zwischenergebnisse unseres Projektes. Es ist ein Jahresprojekt, was gerade mittendrin steckt. Einen kleinen Einblick geben, was wir auf dem Weg von ExpertInnen gelernt haben, ein paar Best-Practice-Beispiele aus unserem Netzwerk teilen und einen Ausblick auf die Ausstellung, die im November eröffnet, geben. Und zu dem Programm selber, das Jahresprogramm, haben wir mit der Prater-Galerie zusammen entwickelt und Lena Prenz. Und die Prater-Galerie betreibt eben mit dem Bereich Prater Digital unter den kommunalen Galerien in Berlin Pionierarbeit. In Prater Digital möchten wir diskursive Querthemen, die spezifisch auf die Online aus der Online-Kultur kommen, aber auch alle Bereiche des Lebens aufgreifen, also des Lebens durchziehen, aufgreifen. Und der Launch von Prater Digital im Jahr 2020 wurde von der Technologiestiftung gefördert. Und seitdem arbeiten wir oder haben wir in Mozilla Hubs gearbeitet und Ausstellungen dort kuratiert. Und in unserer kuratorischen Praxis im digitalen oder Online-Bereich haben wir eben festgestellt, dass dieser Online, dass dieser schier Online-Raum schier grenzenlos schien. Und da hat sich uns die Frage aufgedrängt, wo sind eigentlich diese Grenzen dieses Raums oder was hat unser digitales Handeln für Auswirkungen auf die Umwelt? Was passiert hinter unseren Bildschirmen? Und so haben wir eben das Jahresprogramm zusammen entwickelt und aufgesetzt, in dem wir all diese Fragen stellen wollen. Genau, und als wir angefangen haben, zu dem Thema zu recherchieren, das ist schon fast mehr als 2 Jahre her, haben wir festgelegt, dass es gar nicht so einfach ist, Informationen zu finden zu diesem Thema, die für uns als Userinnen verständlich wären. Also es gab Papers in der Wissenschaft, es gab schon Konferenzen, aber es gab keine Informationen, wie man das praktisch verstehen kann. Und es wurde uns auch sehr schnell klar, dass das Thema sehr komplex ist. Denn unter digitaler Nachhaltigkeit kann man sich vorstellen, die Auswirkungen von Produktion und Vernichtung von Endgeräten, also welcher CO2-Ausstoß dabei entsteht, und das ist die absolute Mehrheit, was die digitale Komponente angeht. Aber man kann darunter auch verstehen den Bau von Rechenzentren, die eben nicht nur Strom, sondern auch Wasser für die Abkühlung verbrauchen. Man kann sich aber auch damit beschäftigen, wie man digitale Güter für die nächste Generation erhalten kann. Und wie man also sieht, ist digitale Nachhaltigkeit genauso wie jede andere Art von Nachhaltigkeit eine Verflechtung von unterschiedlichen Komponenten. Es ist also nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Und es war auch interessant zu hören oder zu kennenlernen, dass die digitale Nachhaltigkeit mittlerweile eine große Rolle spielt. Denn schon heute sind 5% der globalen Emissionen verbunden mit digitaler Infrastruktur. Das war für uns relativ neu. Es war auch interessant zu hören, dass die Cloud Computing mittlerweile mehr CO2 produziert als der kommerzielle Luftverkehr, was wir eigentlich alle so irgendwie wissen, dass es nicht so ganz toll ist. Genau, und weil das eben so ein komplexes Problem ist oder so ein komplexes Thema ist, stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, wer ist jetzt hier verantwortlich oder wer kann an dieser Transformation zu nachhaltigem Internet mitmachen?
Sind wir das, also die Userinnen, sind wir verantwortlich dafür, wie wir die Infrastruktur benutzen? Sind das die großen Unternehmen, also es ist eher ein systematisches Problem? Sind das die Gesetzgeber, die diese Infrastruktur einfach nicht genug regulieren? Wo stecken wir hier? Genau, und mit dem Projekt standen wir natürlich auch vor dem Dilemma, dass wir das Projekt, mit diesem Projekt selber natürlich auch wieder digitale Ressourcen verbrauchen, Dateien produzieren, digitale Güter produzieren. Aber wir sind trotzdem der Überzeugung, dass eben Kunst und Kultur einen Beitrag leisten kann, das Thema auf eine lustvolle, auf eine interessante, auf eine Weise zu verhandeln, mit der wir alle Spaß daran kriegen, uns damit auseinanderzusetzen. Und klar war auch, wir wollten auch ein Projekt machen, was nicht nur über digitale Nachhaltigkeit spricht, sondern selber auch ins Handeln kommen und darüber nachdenken, was können wir eigentlich tun, jetzt, bevor, was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch politische Rahmenbedingungen braucht, die entwickelt werden müssen, aber wo stehen wir eigentlich jetzt und was können wir tun? Und wir haben, wir sehen hier die Webseite, wir haben hier leider, wir können leider nicht live durch die Webseite jetzt führen, aber wir haben ein paar Slides mitgebracht und Sie können auch alle selber gerne nachher mitgucken. Oder direkt. Genau, diese Website ist die zentrale Bühne des Projekts, wo eben Ankündigungen stattfinden. Sie soll aber auch der Wissensspeicher werden, wo wir unser erlerntes Wissen, unsere Best Practice wieder veröffentlichen. Und mit der Webseite haben wir, für die Webseite haben wir zusammen mit den GrafikerInnen und den ProgrammiererInnen auch geguckt, dass wir die Webseite auch möglichst leicht programmieren, möglichst Green Coding einhalten. Wir sehen unten links, sehen wir einen Zähler, der die Kilobytes zählt, die jeder Nutzer, jede Nutzerin bei jedem Klick verbraucht. Und wir haben auch unsere Fliegeassistentin, die uns auf der Webseite einmal allgemeine Facts zu den Auswirkungen unseres digitalen Handelns auf die Umwelt mitgibt, aber auch erklärt, wie die Webseite an sich funktioniert. Genau, und wir selbst verstehen uns auch ein bisschen so als Teil von dem Lernprozess. Also wir wollten einfach besser verstehen die Zusammenhänge und wollten verstehen, was wir damit zu tun haben. Und weil das eben so komplex ist, haben wir erstmal in dem ersten Teil des Projektes 5 Expertinnen eingeladen aus der Wissenschaft, aber auch Aktivistinnen und Praktizierende, die uns quasi so ein bisschen so wie Crashkurs gegeben haben zu den unterschiedlichen Schichten oder Ebenen der digitalen Nachhaltigkeit. Diese Online-Gespräche wurden alle aufgenommen. Man kann sie auch heute und noch weiter online schauen. Wenn man sich eben hier auf diesen Player durchklickt, kann man sich die alle anschauen. Genau, und wir haben, zuerst hat uns Rainer Rehag einen Input gegeben, Rainer Rehag vom Netzwerk Bits und Bäume, über die zwei Seiten der digitalen Nachhaltigkeit, nämlich die einmal, dass eben die Digitalisierung ein Werkzeug sein kann zur Bewältigung der Klimakrise, aber eben auf der anderen Seite, dass sie auch Ressourcen verbraucht. Das heißt, dass wir vielleicht nicht alles digitalisieren sollten, sondern uns überlegen sollten, was ist sinnvoll zu digitalisieren, was brauchen wir digital und was vielleicht nicht, weil eben jedes digitale Artefakt auch wieder Ressourcen verbraucht. Interessant war aber auch das Gespräch mit Maya Richman von Green Screen Coalition, weil mit ihr haben wir gesprochen über den Zusammenhang von digitaler Infrastruktur und Digital Rights. Maya Richman hat uns auch erzählt, also sie hat eigentlich immer wieder betont, wie das wichtig ist, die digitale Infrastruktur zu verorten. Also versteht digitale Infrastruktur auch als Orte, um die wir uns kümmern müssen und auch um die Leute, die an diesen Orten leben. Und sie hat auch als Beispiel eine Community in Chile in der Atacama-Wüste erwähnt, wo sich eine Community zusammengetan hat, eine Gruppe von, ich glaube, etwa 20 Leuten, die sich gegen Bau von Google-Rechenzentrum gewehrt haben und hatten Erfolg, weil das vielleicht nicht so die beste Idee ist, in einer Wüste ein Rechenzentrum zu bauen, was Wasser verbraucht. Aber wir haben auch die Künstlerin Joanna Moll eingeladen, die sich auch schon seit Jahren, recherchiert zu der Auswirkung von Websites und von Internet auf das Klima.
Und sie hat uns ziemlich anschaulich illustriert, wie quasi die extraktivistischen Methoden von großen Unternehmen, die versuchen, von uns natürlich möglichst viele Daten zu bekommen, dass die natürlich bauen in die Webseiten Algorithmen und Cookies, die dann natürlich eigentlich unnötig CO2 wieder erzeugen, weil da einfach im Background sehr viel Code einfach läuft. Genau, und nach diesem sehr guten Input, also nach diesem Crashkurs, haben wir uns gefragt, okay, und was können wir jetzt als Kunstinstitution machen? Also können wir jetzt schon etwas machen damit, was wir haben? Und wir haben uns auch gefragt, ob andere Kunstinstitutionen sich schon mal digitalen Fußabdruck angeschaut haben. Und wir haben deswegen in den zweiten Teil von dem Projekt ein Netzwerk für digitale Nachhaltigkeit initiiert. Wir haben Kulturakteurinnen eingeladen, die digitale Kulturangebote gestalten und produzieren, um sich eben zu treffen, um sich auszutauschen, um sich ein bisschen so über Schulter schauen und zu gucken, wie arbeiten wir und wo produzieren wir vielleicht auch Datenmüll. Das Spannende war, dass als wir angefangen haben, diese Gespräche, es gab sehr viel Unsicherheit. Es gab auf einer Seite sehr viel Interesse für das Thema und auch dieser Hunger nach Informationen. Aber es gab auch diese Unsicherheit, okay, jetzt, wenn wir verstehen, wie sehr komplex das Digitale ist und wie sehr viel Auswirkung das hat, dürfen wir jetzt überhaupt noch etwas produzieren? Was dürfen wir jetzt überhaupt noch machen? Also oft tendieren wir dazu, so diese zwei extreme Positionen zu haben. Auf einer Seite unendlich zu produzieren und auf anderer Seite so in dieser Paralysierung zu sein. Was können wir jetzt machen? Und die Frage nach, wie man quasi effizient arbeiten kann, ist in der Kunst besonders spannend, weil die Kunst erprobt sich für sich manchmal diesen Status, dass die Kunst kann alles, also die kann alles machen. Und deswegen, diese Frage beschäftigt uns auch immer wieder, was schätzen wir eigentlich an Kunst oder warum mögen wir Kunst? Ist es immer oder muss es immer die größte Auflösung sein? Muss es immer die neueste Technologie sein? Genau, also ich glaube, diese Frage lasse ich ein bisschen in der Luft schweben. Genau, und Ziel dieses Netzwerkes ist es, ein Wiki zu erstellen, in dem wir einen Kompass für Kulturschaffende schreiben mit Best-Practice-Beispielen und einfach ganz simplen Hebeln, an denen man schrauben kann, um Daten zu sparen im ganz alltäglichen Arbeiten, weil es geht oft auch darum, dass man eben in unserer digitalen Kommunikation zum Beispiel, wir kommen gleich drauf, spart, um nicht an der Kunst zu sparen, aber auch an dem anderen, an der ganzen bürokratischen Prozessen im Digitalen kann man eben auch sparen oder ja. Genau, und weil wir machen das, weil als wir angefangen haben zu recherchieren, haben wir festgestellt, für den physischen Kulturbereich gibt es schon einige Guidelines, zum Beispiel von der Kulturstiftung des Bundes, wie man nachhaltig im Kulturbereich produziert. Für den digitalen Bereich gibt es das eher weniger oder nicht so ausführlich. Und die Gallery Climate Coalition hat auf ihrer Website ein paar Sätze dazu. Und die haben auch tatsächlich vor 2 Wochen ihren neuen Carbon Calculator veröffentlicht, in dem auch der digitale Bereich mit aufgegriffen wird. Allerdings muss man dazu sagen, dass tatsächlich bei den Kalkulationen der Bereich, der außer Haus läuft, also das, was äquivalent vielleicht zu Transporten ist im Physischen, nur auf Hochrechnungen basiert. Oder Schätzwerten, weil man das eben nicht so genau berechnen kann. Und auch da ist es wieder so. Wir haben uns für das Wiki entschlossen, weil wir das Wiki als ein Format für Linked Open Data dazu gewählt haben, um eben das Wissen auch nachhaltig und strukturiert wiederzugeben und zu, genau. Und wir haben auch von, ein Expert-Talk ist eben auch von Wikimedia Deutschland, wo sie uns über die Fragen von Linked Open Data und digitaler Nachhaltigkeit erzählt haben. Genau, und das Wiki wird Ende des Jahres erscheinen und ist dann auch offen für alle anderen, weiter dran zu schreiben und zu forschen. Genau, und wir wurden gefragt, heute eigentlich ein bisschen so Quick Start Manual zu geben, also so Kleinigkeiten, die man im Alltag oder in der Kulturproduktion verbessern kann. Ich sehe schon, wir sind bisschen knapp, aber wir haben zwei Themen mitgebracht. Vielleicht erstmal ein Disclaimer: Es gibt keine pauschale Lösung. Also es gibt keine pauschale Lösung für jede Institution und für jedes Projekt.
was ein bisschen frustrierend sein kann, aber man muss einfach immer ein bisschen balancieren, was man mit den Projekten machen will. Und es ist auch, also ohne jetzt moralisieren zu sein, es ist gar nicht einfach, eigene Routinen zu verändern, auch in dem Digitalen. Und oft merken wir, dass es vielleicht nicht einfach, neue Sachen zu lernen, aber es ist noch schwieriger, alten Sachen zu verlernen oder zu vergessen oder neu zu trainieren. Genau, und der erste Bereich, den wir mitgebracht haben, sind Websites. Vielleicht sind das gar nicht so neue Sachen, die wir heute erzählen. Es ist auch schön zu sehen, dass andere Beiträge, die heute schon ein bisschen darüber auch gesprochen haben. Websites haben wir mitgebracht, weil wir im Kultursektor eigentlich alle Websites haben, Theater, Galerien, alle. Und auf die Websites wird natürlich immer wieder zugegriffen. Das heißt, wenn wir eine Institution sind, wo sehr viele Zugriffe sind, können wir durch die Webseite natürlich sehr viel Daten entweder verbrauchen oder eben auch ansparen. Das erste ist natürlich, dass man die Webseite auf Green Hosting umstellen sollte oder möglicherweise auf einem Server hosten sollte, das eben durch grüne Energie versorgt wird. Man kann auch Webseiten natürlich besonders grün kodieren oder programmieren, so wie wir das mit Copy-Paste-Waste-Webseiten gemacht haben. Aber wir haben oft alle schon Websites und haben jetzt vielleicht nicht unbedingt die Ressourcen, diese Webseiten umzubauen. Aber auch schon durch die Pflege von dieser Webseiten können wir ein bisschen Daten sparen. Also das, was heute eigentlich der größte Verbraucher von Daten sind, Videos. Und man kann sich natürlich immer fragen, brauchen wir alle Videos in 4K hochladen, wenn wir die eh wahrscheinlich alle auf dem Handy in Full HD gucken? Oder auch Fotos. Also oft nehmen wir Fotos einfach von einem Fotograf und laden die hoch in der vollen Auflösung, obwohl sie eigentlich auf der Webseite nur in kleiner Auflösung erscheinen. Oder auch können wir uns anschauen, ob wir nicht unsere Webseite auf statische Webseite umschalten, weil wir sind eigentlich keine Social Media, wir generieren oft keine dynamische Inhalte, aber wir benutzen trotzdem Content-Management-System, was quasi die Webseite neu immer ausspuckt. Man kann sich auch Lazy-Loading anschauen, dass die Webseite einfach erst dann Daten wiedergibt, also beziehungsweise der Server erst die Daten dann wiedergibt, wenn wir die wirklich brauchen. Das sind so ein paar. Genau, und das nächste Thema, was wir mitgebracht haben, ist Kommunikation. Und auch da haben wir ja heute Morgen schon einiges drüber gehört, deswegen versuche ich mich hier kurz zu fassen. Worum es geht, ist immer das Wahl der Mittel, also die bewusste Wahl. Eine E-Mail verursacht etwa 10 Gramm Kohlenstoffdioxid und das entspricht einer Plastiktüte. Und auch Plastiktüten sind heutzutage kostenpflichtig. Und die Frage ist, wenn ich eine E-Mail mit einem Anhang an 30 Leute schicke, die laden diesen Anhang runter, bearbeiten ihn und schicken ihn wieder zurück an 30 Leute. Kann man sich vorstellen, wenn das hin und her geht, wie schnell sich das skaliert? Und dann ist vielleicht die Frage, gehen wir nicht eher in eine Cloud, die natürlich wieder grün gehostet sein sollte, aber um da zusammenzuarbeiten, damit sparen wir sehr, sehr viele Kopien zum Beispiel und damit ist schon viel gewonnen. Und dann gibt es natürlich auch noch Peer-to-Peer, eine Technik, die wir vielleicht schon wieder fast vergessen haben, wo wir eben von Computer zu Computer transferieren können. Genau, ich würde sagen, damit gehen wir zu unserem letzten Teil, den Art-Swaps, ganz schnell. Genau, weil als eine Kunstinstitution wollten wir natürlich auch ein Kunstprojekt machen und wir haben uns gefragt, was können wir hier mit Kunst eigentlich schaffen und was sind die Stärke der Kunst in dem Thema digitale Nachhaltigkeit, was irgendwie so vielleicht erstmal sehr technisch und wissenschaftlich klingt. Und wir haben darüber nachgedacht, dass wir und Künstlerinnen, wir sind fähig oder wir arbeiten immer daran, so Geschichten zu erzählen, Visionen zu entwerfen oder auch eben zu experimentieren. Und deswegen haben wir uns in dem letzten Teil, was wir Art Swaps genannt haben, entschieden, Künstlerinnen zu bitten, ihre alte Daten zu tauschen und die upcyclen. Das heißt, wir haben eigentlich versucht, diese Methode von Upcycling, die wir kennen aus der physischen Welt, übertragen auf digitale Güter. Und wir haben 6 Künstlerinnen eingeladen, die sich darauf eingelassen haben, tatsächlich alte Daten zu finden und zu schenken an den Partner oder die Partnerin, der daraus eine neue Arbeit entwickelt. Genau, und wie Theresa gesagt hat, wollen wir damit eben verdeutlichen, dass auch digitale Güter Ressourcen verbrauchen und aber einen kreativen Umgang damit finden, sie neu zu bewerten oder neu zu sehen. Und diese Künstlerinnen arbeiten eingeleitet haben wir die Art Swaps mit den Studio Visits, wo die Künstlerinnen uns eingeladen haben, auf ihren Computer in ihr digitales Studio
wo wir uns die Einrichtung, den Desktop angeguckt haben, wo wir uns angeguckt haben, die Werkzeuge, mit denen sie arbeiten und auch also die Programme und auch da wieder festgestellt haben, wie viele verschiedenen Arten es gibt, eigentlich digital zu arbeiten. Und wir dürfen jetzt gespannt sein auf das, was die Künstlerinnen aus den alten ausgetauschten Dateien machen. Damit bleibt uns, sie alle ganz herzlich einzuladen zur Eröffnung der Ausstellung am 21. November digital. Weitere Informationen dazu wird es auf der Prater-Galerie-Webseite geben oder im Newsletter der Prater-Galerie. Genau, wir freuen uns und wir bedanken uns für die Einladung, dass wir hier sprechen durften und sind offen für Fragen. Danke. Dankeschön. Ja, die Mikros würden wieder rumgehen. Gibt's Fragen dazu? Ich sehe dort eine, genau. Ich gebe dir mal das Mikro. Kannst du mal? Okay. Ja, ich habe eine Frage zu dem Kunstprojekt, was ihr vorgestellt habt. Müsste man jetzt nicht konsequenterweise, wenn man diese Daten weitergibt, die alten Daten bei sich dann eigentlich auch löschen, weil sonst ist es ja kein Upcyclen, sondern nur noch mehr Müll produzieren oder ihn nicht wegräumen? Das war tatsächlich der Moment, an dem wir festgestellt haben, wir sollten jetzt keine Kopie machen. Wenn wir Peer-to-Peer machen, dann können die Künstlerinnen immerhin schon mal die Datei einmal rüberschicken. Und danach in diesen Studio-Visits haben die Künstlerinnen die Datei bei sich selbst gelöscht. Das heißt, es gab dann eine einzige Kopie dann schon bei dem Partner oder bei der Partnerin. Aber natürlich, wenn man an einer Datei arbeitet, produziert man auch weitere Daten drumherum. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn ich ein T-Shirt upcycle, brauche ich vielleicht nochmal Farbe, vielleicht brauche ich nochmal das Zusammennähen oder sowas. Also ich brauche immer ein bisschen Material, um das alte Material quasi abzucyceln. Aber es ist natürlich eine spekulative Methode und es sollte eher das anschaulich machen, dass wir mit Daten vielleicht auch ein bisschen Achtsamkeit umgehen sollten und die einfach ein bisschen so überlegen sollten, wo wir sie speichern. Und haben wir vielleicht irgendwie schon den ganzen Download-Ordner voll, vielleicht sollten wir was löschen. Ja, vielen Dank. Wir sind auch noch eine Weile hier, also Sie können uns gerne noch weiterhin ansprechen. Danke. Dankeschön. Ja, danke euch, Katharina und Theresa.